Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres WTU-Podcasts. Hallo AJ. Hallo Rosa. Heute haben wir mal zwei Zitate rausgesucht, über die wir einmal sprechen werden. Ja. Oder du beziehungsweise. Und noch beide, ja. Und zwar, die sind beide von Grant Cardone. Und ich lese einfach mal das erste vor. Okay? Ja, okay. Meiner Überzeugung nach regenerieren sie sich auf natürliche Weise und schöpfen Energie, wenn sie vollkommen von der Leidenschaft erfüllt sind, ihr volles Potenzial ausschöpfen und etwas Großartiges zu dieser Welt beitragen. Ein schönes Zitat, ja. Also eigentlich das Gegenteil von Work-Life-Balance. Ja, irgendwie schon. Weil Work-Life-Balance ist immer die Frage, auf welchem Niveau gleicht man da irgendwas aus und was bringt man da eigentlich immer raus? Ja, man sagt ja Work, die Arbeit und Life, das Leben. Also da ist schon mal eine Trennung. Und die Arbeit ist nicht dein Leben? Ja. Nee, dann hast du eine verkehrte Pflicht. Arbeit. Wenn ja. Das deine Arbeit nur um Pflicht ist und Schweiße deines Angesichtes, sollst du dein Geld verdienen, dann stimmt mit deiner Arbeit irgendwas nicht. Dann solltest du dir mal Gedanken drüber machen. Vielleicht sollte man, das sind nämlich auch Art von Glaubenssätze, die man dann irgendwann mal hinterfragen sollten, diese kulturell bedingten Glaubenssätze. Und aber es kann nicht jeder nur Arbeit machen, die einen Spaß macht. Ja, stopp, aber jeder kann eine Arbeit finden im Laufe seines Lebens, die ihm Erfüllung bereitet. Und darum geht es. Du wirst keine Leidenschaft für etwas empfinden, was dich nicht erfüllt. Du musst also, natürlich, wenn du es dir leicht machen willst, wenn du immer nur den leichten Weg gehst und das Erstbeste machst, weil das Leichteste ist, wirst du natürlich in Situationen reinkommen, die nur Ungleichgewicht erzeugen. Wenn du dich aber auf den Weg machst und schauen, was, wofür schlägt dein Herz wirklich? Was löst Leidenschaft? Das kann alles Mögliche sein. Vielleicht willst du ein Unternehmer werden, vielleicht willst du ein Wissenschaftler werden, vielleicht willst du ein Gärtner werden, vielleicht, das kann alles Mögliche sein. Aber es muss wirklich von deinem Herz, es muss dich innerlich bewegen. Wie er so schön sagte, du musst es leidenschaftlich machen wollen. Dann wird auch diese Trennung zwischen den verschiedenen Bereichen nicht in der Form vorhanden sein, wie es heute bei den meisten Menschen vorhanden ist. Und immer wieder, man, da sagt man, ja, aber da hat Familie, man hat einen Beruf, man hat das, und das, wie soll denn das alles zusammengehen? Ja, das ist immer eine Frage, ist nicht nur eine Frage der Organisation, es ist eine Frage, für was nimmt man sich wie die Zeit? Ja, und ich meine, sehr erfolgreiche Menschen, da ist es auch so, dass sie alle in die gleiche Richtung gehen. Also im Idealfall, dass denn der Partner oder auch die Kinder im gleichen Feld sitzen und dass sie sich alle mit diesen Themen und mit dieser Sache beschäftigen. Ja, ganz klar, weil wenn man sich mit einer Sache beschäftigt, es geht ja schon um die Sache an sich, aber eigentlich geht es ja um die Einstellung dahinter. Und wenn dein Umfeld, und natürlich ist eine Familie dein nahes Umfeld, nicht die gleiche Einstellung mit dir teilt, und an den Sachen aus dem Grund in keiner Form beteiligt ist, dann scheint da eine Riesenluft zu sein. Aber das ist halt wieder das große Problem, dass da keine gemeinsame Ausrichtung vorhanden ist, Ausrichtung in dem Sinn, dass der Hintergrund der gleiche ist, dass sie in der gleichen Welt leben. Und wenn man das Leben so aufsplittert, aus dieser Zersplitterung entsteht halt eine Zerrissenheit. Und diese Zerrissenheit empfindet man dann als natürlich als Fluch. Und dann möchte man seine Zerrissenheit loswerden. Und dann will man diese zerrissenen Teile untereinander ausbalancieren, was absolut sinnlos in letzter Konsequenz ist. Weil alles sollte eigentlich dem einen Zweck zuarbeiten, dass man sein Potenzial erfaltet, steht hier ja auch in diesem Zitat, ne? Dass man sein volles Potenzial ausschöpft. Ja. Und wenn man etwas Großartiges zu der Welt beiträgt, also die Welt irgendwo ein Stück besser macht, irgendjemand oder mehreren hilft, durch das, was man macht, dann ist es ja auch das, was du gesagt hast, dass das eine Erfüllung gibt. Ja, und nichts wird besser, indem man alles Alte wiederholt. Wenn man alles Alte wiederholt, dann wird genau das, was jetzt schon ist,
Was soll da besser werden? Es müssen sich ja Menschen aufmachen, die etwas anders machen. Die also ihre Potenziale ausschöpfen und damit in der Welt Neues möglich machen. Wie sollte sich denn etwas verändern, wenn keiner mehr Neues möglich macht? Wenn jeder nur noch auf Ausgleich, auf niedrigstem Niveau aus ist, weil es dort so bequem ist. Wenn jeder nur noch kollektiv in jedem Bereich ist, wie soll das ein gutes Ende nehmen? Dann ist am Ende für keinen mehr irgendetwas möglich. Und die Natur, oder ob du es Natur nennst, oder so es für dich Gott nennst, oder wie, egal wie du es nennst, du hast deine Potenziale, deine Möglichkeit mitbekommen. Du bist in der Verantwortung, daraus was zu machen. Und Anstrengung ist nichts Schlimmes. Anstrengung heißt nicht, dass das eine Qual ist. Ja, nur durch Anstrengung entwickelt man sich. Ja. Nicht durch bequem sein und sich gehen lassen und rumhängen, da entwickelt man sich nicht. Nein, und es passiert auch nichts. Ich meine, wenn man etwas richtig lernen will, muss man sich anstrengen. Mit reinem Gleichgewichtsstreben werde ich es nicht richtig lernen. Ja, weil wenn man was ausbalanciert, da ist es ja auch schon drin, dass man die Mitte sucht, das Mittelmaß. Und mit Mittelmäßigkeit kann man nicht irgendwelche großartigen Ergebnisse haben mit Mittelmäßigkeit. Ja, genau, ich kann keine großen Sprünge machen. Nämlich, da geht es jetzt nicht nur um materielle Dinge, da geht es um deine Qualität als Mensch. Wie willst du dich als Mensch entwickeln? Wie willst du denn ein exzellenterer, bemerkenswerterer, besserer Mensch werden, ohne, wenn du nur das ausgleichst, was schon da ist, veränderst du ja gar nichts. Aber dennoch kann es ja sein, dass man dann an einen Punkt kommt, wenn man mal eine Zeit lang mehr arbeitet und sehr viel und sehr hart arbeitet, dass man dann auch Pausen braucht. Dass man dann irgendwie merkt, ich bin erschöpft, ich muss was anderes machen, es hängt mir jetzt im Hals raus. Erschöpfung zu treten dann, wenn du etwas zu lange gemacht hast, nicht eine Grenze gezogen hast, zu weit gegangen bist, ist es so, du kannst nicht stundenlang konzentriert etwas machen. Was ist das Beste? Kannst du sagen, ja, dann haue ich mich auf die Couch. Nein, ist nicht meine Meinung, sondern dann mache ich ganz was anderes. Und schon habe ich ein bisschen später wieder volle Energie für das, was ich vorher gemacht habe. Weil wenn man sich mit was anderem beschäftigt, ist gleich wieder ganz andere Energie da. Und natürlich sollst du auch etwas für dich selber Gutes tun. Natürlich brauchst du auch Tage oder Zeiten der Regeneration. Das ist nicht die Frage. Aber eigentlich wirst du, wenn du mit Leidenschaft bei deiner Sache bist, das nur in dem Ausmaß machen, wie es notwendig ist, weil du ja mit Leidenschaft an deinem Leben teilnimmst in allen Bereichen. Also wenn etwas zur Qual wird, einfach überlegen, ob das der richtige Job ist, ob das genau, so, wie man sich das ob das die richtigen Umstände sind, die diese Qual erzeugen. Oder ob das, was ich da jetzt als Qual empfinde, nur ein Moment der Intensität von etwas ist, weil ich mich bewegen muss. Mhm. Das sind zwei verschiedene Sachen. Immer wenn ich etwas Neues mache, ist zuerst mal eine Herausforderung. Ich bin unsicher, ich kann es nicht. Es ist eine Gefahr, es ist ein Risiko. Sonst wäre es ja nichts Neues. Ich muss es erst bewältigen, ich muss erst die Lösungen finden, ich muss erst die Wege finden. Wenn ich Gleichgewicht ist kein Zustand, der mir erzeugt und dann da ist. Gleichgewicht ist wie Balance, es ist ein fortlaufender Prozess, der man unter allen möglichen Bedingungen, die man noch nicht kennen, immer wieder erzeugen und es ist nie ein Zustand, es ist immer ein Prozess. Aber viele, viele Menschen suchen Zustände. Sie suchen Zustände, die dann fertig sind und so sollen sie dann bleiben. So spielt aber das Leben nicht. Aus dem Grund sage ich gerne, ich meine, es ist entwicklungsträchtig in Bezug darauf, dass du besser wirst in irgendeiner Weise. Ja, und was auch wichtig ist, dass man halt Entspannung lernt, dass man halt, da bist du ja der absolute Meister drin, dass du dich in Minuten so tief entspannst, dass du wirklich nach 5 Minuten tief entspannt und wieder frisch bist. So, also dass man wirklich sofort in einen entspannten Zustand reinkommen kann. Und was ich auch für mich entdeckt habe, ist Mikrourlaub. Also nicht ein Urlaub eine Woche am Stück oder ein Wochenende, sondern Mikrourlaub. Das ist sehr, sehr
entspannungsfördernd. Aber da muss jeder seine Sachen finden, was einen selber entspannt, was einen gut tut und wo man sich dann mal rausnimmt. Und ich finde Mikrourlaub ich ganz toll. Ich mag auch Mikrourlaub, ja. Mikrourlaube sind für mich das Beste. Ja. Oh, wenn ich schon hören würde, oh, 2-3 Wochen irgendwo, das wäre schon langweilig. Also das wäre für, ja wär für mich eine Qual, das tun zu müssen. Ja. Mhm. Ja. Ja, aber gut, muss jeder für sich selber herausfinden. Also das ist schon mal ein gutes Zitat. Und dann habe ich hier noch eins gefunden. Das lese ich auch nochmal vor. Auch von Grant Cardone. Okay. Die Welt ist voller Menschen, die ihre Träume aufgegeben haben und nun ihr Leben damit verbringen, andere zu überzeugen, ebenfalls ihre Träume aufzugeben. Ja, ist leider so. Sind viele Menschen so negativ? Das nennt sich negativ. Nein, das hat nichts mit schlechtem Charakter zu tun. Sie gehen Kompromiss ein. In der Weise, sie finden sich mit Dingen ab, wie sie sind. Und tun dann so, als wäre es halt so. Ja, aber wenn sie ihr Mindset stimmt nicht. Zufrieden sind, wenn sie zufrieden wären, dann würden sie nicht auf das Leben anderer Menschen Einfluss nehmen wollen, die damit nicht zufrieden sind. Mhm. Denn wenn ich zufrieden bin, dann berührt mich nicht im Geringsten, was ein anderer tut. Das beunruhigt mich nicht, dann halte ich nicht ab, ist sein Leben. Aber in dem Moment, wo ich in dieser Weise Einfluss auf den anderen gehe, indem ich ihn abbremsen will oder meine Warnungen ausspreche oder sonst irgendetwas, dann bin ich nicht zufrieden. Mhm. Wenn ich zufrieden bin, dann wäre ich zufrieden und zufrieden in dem wieder. Zufriedenheit kann nicht ein Zustand sein, der sich nicht mehr verändert, weil das widerspricht dem Leben. Mhm. Was in dieser Welt ist, was sich nicht jeden Augenblick verändert. Es existiert nichts. Wie kann also ein Zustand, der nicht mehr verändert werden soll, Zufriedenheit bedeuten? Mhm. Zufriedenheit heißt, dass ich in meinem Leben das an die Oberfläche kriege, was wirklich in mir ist. Und ich meine, wer das denkt, dass er das erreicht hat, der tut mir einfach leid. Mhm. Der ist so weit entfernt von der Realität. Und sieht man ja bei vielen Menschen, die Menschen geben anderen Menschen Ratschläge, von denen sie nicht die geringste Ahnung haben. Mhm. Sie geben ihnen Ratschläge, was sie selber nie probiert haben. Sie geben ihnen Ratschläge, weil es sie beunruhigt, wenn ein anderer irgendetwas probiert, was sie sich selber nie getraut haben. Ja, man wäre ja dann auch ein Spiegel für sie in dem Sinne, dass man sagt, hey, es geht und ich schaffe das und du nicht. Mhm. Ja, ne? Das wäre ja dann auch für viele schlimm, dem ins Gesicht zu schauen. Jemand, den sie gut kennen oder wo man vielleicht mal irgendwann auf gleicher Stufe war, der überholt einen und der ist dann irgendwo in anderen Dimensionen unterwegs. Mhm. Und Menschen, die aufgegeben haben, sind einfach nur noch Gefahr. Ja, und es existiert Gefahr. Denn ohne Gefahr, ohne Risiko wird es keine Entwicklung geben. Also man kann jederzeit mit allem scheitern. Man kann scheitern und scheitern ist ja nicht schlimm. Scheitern ist Lernen. Mhm. Wer denkt, Scheitern, das ist ein Versager, da tut mir leid. Scheitern ist Lernen. Mhm. Man macht nicht 100 Sachen und 100 Klappen. Mhm. Nein, aber bei 52 Klappen, dann wirst du Erfolg haben. Mhm. Das ist verkehrtes Denken. Mhm. Denken, dass aus allem ein Ergebnis kommt, aus allem gleich so Energie, das ist das Problem. Nichts ist so. Die Leute haben einfach, die machen einen Furz und haben so eine riesen Erwartung. Ja. Und dann sind sie frustriert. Genau, und dann hören sie schon wieder auf, bevor sie begonnen haben. Ja, ja. Und weil es bei ihnen dann nichts geworden ist, natürlich konnte es nichts werden, dann warnen sie jeder anderen, der nur die Idee hat, irgendwas zu tun. Sie müssen ihn warnen, bitte mach es nicht so, wie ich es mache, weil ich habe gleich aufgegeben. Weil eigentlich gibt es kein Scheitern, es gibt ein zu früh Aufgeben. Und das Scheitern dazwischen sind die Lernschritte. Es gibt ja manchmal Sachen, wo man dann sagt, gut, damit höre ich jetzt einfach auf. Das macht jetzt keinen Sinn, da weiterzugehen. Ja, das man macht ja nicht alles bis zum Leben. Nein, aber du lernst dabei, ich meine ja nicht die äußere Form. Ich meine, du kannst eine Firma machen, das funktioniert nicht, geht vielleicht pleite, geht Konkurs oder du hörst sie auf, aber du hast dabei etwas gelernt für die nächste. Du beginnst ein Studium, kommst drauf, das ist nicht das Richtige. Ja, dann hör auf. Aber überleg dir vorher, was das Richtige für dich ist. Wähl nicht wieder aufgrund von Reiz ein neues Studium. Sondern überleg dir zuerst, was bewegt ist, was möchtest du wirklich? Und schau dir wirklich an,
Wie musst du sein, um dann so zu sein, um dort zu sein? Willst du das nicht? Und dann entscheide für dich und dann mach es. Und dann hat das, was du vorgemacht hast, dir etwas gebracht. Du hast etwas gelernt für das danach. Wie Beziehung. Wenn Beziehung scheitert, überlege, sag nicht der Partner war schuld oder das, überleg, was war, weshalb ist es gescheitert. Such in dir. Dann lernst du etwas für das Nächste. Aber nur, wenn du es in der richtigen Weise betrachten lernst. Und gib nicht anderen aufgrund von deinem Scheitern Ratschläge. Und warne dann andere, weil sie auch scheitern könnten, deiner Meinung nach. Vor allem keiner ist ja in meiner Situation drin. Kann ja gar keiner einschätzen. Hat er keinen Gesamtüberblick, ja. Jeder sieht immer nur einen kleinen Fenster, einen kleinen Teilbereich. Ja. Und man muss sich auch mal über seine eigenen inneren Absichten klar werden. Wieso tut man gewisse Sachen? Da muss man ehrlich, aufrichtig zu sich selber werden. Dann wird man sich viel ersparen, was man anderen vielleicht sagt und was man womit reinredet und sonst was. Ja, die Menschen sind neidisch, die Menschen sind gierig, die Menschen sind eifersüchtig, die Menschen sind... Menschen sind feig. Ja. Mal überlegen, wenn ein jemand etwas sagt, aus welcher Absicht heraus. Genau, aus welcher Absicht sagt er es? Weil das ist wichtig, welche Absicht steht dahinter? Nicht, wie hört es sich an? Wenn man sehr schlau ist, dann erzählt man anderen Leuten nicht mehr so viel über sich und seine Planung, seine Projekte und zieht sein Ding einfach durch und dann werden sie eh die Ergebnisse sehen. Dann sehen sie irgendwann Ergebnisse, ja. Dann kann dann auch keiner reinreden. Immer, gibt's, und was gibt's Neues? Nichts. Nö, irgendwie nichts. Ja, ja. Ja, weil man kann ja auch die Menschen nicht verändern. Mit manchen hat man dann halt dann doch weiterhin Kontakt und man verändert sie aber nicht. Ja, wenn man der Mensch sieht, man sieht, wie sie sind. Und wenn der Mensch seine Einstellung oder sein Mindset dahinter nicht verändert, wird sich vorne nichts verändern können. Weil das ja die Gesetze sind, nach denen sich seine Welt aufbaut. Wenn er die nicht verändert, wie will er, dann kann er ja nur etwas wiederholen, was schon ist. Und weil er das nur kann, erscheint es ihm so, als wäre das die Wirklichkeit. Ja, viele solcher Zitate hören sich ja immer sehr negativ an, dass das Menschenbild nicht so toll ist, wie viele denken. Ne? Das ist einfach, dass man klarer sieht, dass man... Ja, etwas objektiv zu sehen, ist für mich es nicht negativ sein. Wenn ich es nicht objektiv sehe, dann wird es sich nie zu etwas Besseren verändern können. Also das ist der objektiv erste Schritt. Gesehen kann man sagen, die meisten Menschen sind schief, verkehrt, haben schlechte Absichten. Na, würde ich so nicht sagen, aber die meisten Menschen geben sich mit einem absoluten Mittelmaß zufrieden. Aber muss, ja gut, jeder sollte sein, was ihm möglich ist und in seinem, um sein Potenzial zu entfalten. Und damit, wenn alles Mittelmaß wird in jeder Beziehung, dann gehen die Stärken jedes Einzelnen verloren. Ja, dann wird es nicht solche verrückten Typen geben wie Elon Musk, Grant Cardone. Nein, wird es alles nicht geben. Nein. Für dich? Wird es alles nicht geben. Und vielleicht gibt es Menschen, die sagen, wäre besser, wenn es die nicht gibt. Ja, aber ich meine, wenn man sagt, okay, Leonardo da Vinci wäre besser, hätte es nicht gegeben. Wenn man all diese Leute aus der Welt wegnimmt, dann sollten wir uns mal überlegen, in welcher Welt wir dann leben würden. Ja. Ja, aber ist denn... jedem Menschen das, ist es denn von jedem Menschen das Potenzial, dass jeder überdurchschnittlich es gut muss wird? Nein, es muss ja nicht jeder einen Weltkonzern auf, das meine ich ja nicht. Aber er muss objektiv zu sich selber sein. Eine kleine Übung, wenn er sich jetzt hinsetzt und denkt, das ist meine letzte Minute und ich blicke auf mein Leben zurück, bin ich damit zufrieden? Also ich bin zufrieden und ich weiß aber, da geht noch mehr. Na, bin ich in der Weise zufrieden? Also ich bin sehr zufrieden und sehr dankbar. Bin ich dort, wo ich mit meinem Leben hinkommen hätte wollen? Also für mein Alter ist es schon mal nicht schlecht, was ich schon mal erreicht habe. Na, bist du dort, wo du als Ideal hinkommen möchtest?
Da bin ich noch nicht, Na, habe bist noch du gar nicht nicht. so lange daran Genau. gearbeitet. Na, Ich dann bin. nicht jetzt, nicht, was ist, das war nur eine Frage. Ist Okay. es so? Nein, dann wird jeder Mensch sagen müssen, nein, ist es nicht. Wenn er ehrlich zu sich selber ist. Und dann hätte er schon im nächsten Augenblick den Moment, zu beginnen, es zu ändern. Um seinem Ideal näher zu kommen. Hat er wirklich all die Möglichkeiten genutzt, die er hat? Hat er all das, was tun hätte können, getan? Hat er all das gemacht, was er machen möchte? Hat er die Dinge gelernt, die er lernen hätte wollen? Hat das getan oder hat das nicht getan? War er an den Orten, die er gern gesehen hätte? Hat er die Menschen getroffen, die er interessant findet? Hat er sich überhaupt darum bemüht? Hat er seine spirituelle Einsicht, die er, wenn er spirituell ist, gern gehabt hätte? Oder plappert er nur Bücher nach? Hat eine Antwort für sein Leben gefunden? Oder nicht? Kann er irgendetwas aus seinem Leben sagen, was er daraus erkannt hat, was er nicht nachplappert von irgendjemand anderem? Und dann kann er sich schon im nächsten Moment auf den Weg machen. Und kein Mensch dieser Welt kann das verhindern. Ja, und die Menschen, die einen Sachen ausreden wollen, die muss man eliminieren aus dem Leben. Nicht eliminieren, auf jeden Fall ignorieren. Das, was sie sagen, ignorieren. Das können ja auch sehr nahe Ja, Menschen wenn sein. es Die die kannst du nicht eigene eliminieren. Ehefrau Ja, ist. es wird eine andere Geschichte. Aber wenn es deine Familie ist, brauchst du ja nicht, dann kannst du sagen, da musst du ihnen klarstellen, das wirst du nicht hören und fertig, stehst? Und Menschen, die nicht zu deinem Umfeld gehören, kannst du aus deinem Umfeld trennen. Weil wenn du nur solche Menschen im Umfeld hast, dann wirst du nicht weiterkommen. Na, Menschen, die nahe deinem Umfeld sind, musst du ja sowieso zuschauen, dass sie ähnlich ticken wie du selber. Dass sie sich auch ein bisschen bewegen und Ja, entwickeln. genau. Weil wenn das dich weiterbringt, dann bringt es auch andere weiter, verstehst? Ein verkehrter Glaubenssatz bringt niemanden weiter. Ja, und die Menschen sagen einfach so viel über sich aus, wenn sie anderen Leuten versuchen, Dinge auszureden, wie klein sie eigentlich sind und wie ängstlich sie sind und wie, ja, dass sie einen sowas auch nicht gönnen würden und so. Nämlich sinnvolle Veränderungen dir auszureden wollen. Ist ganz klar, dass du je nach auch Ratschläge gibt, wo jemand Ratschläge geben kann, weil das wirklich Schwachsinn ist, was gefährlich ist und sinnlos ist. Das gibt es natürlich schon auch. Das heißt ja nicht, dass, stehst, aber ist ja meistens so, wenn ein Mensch grundlegend in seinem Leben etwas verändern will, was andere in seinem Umfeld nicht gemacht haben, dann um die Dinge geht es, die dann als Ratschlag daherkommen. Super, denn Ist das das für heute? ja, ist auch eine schöne Folge geworden, finde ich. Was du da aus diesen zwei Zitaten rausgekitzelt Da ist viel, viel mehr noch drinnen, ja. hast. Okay, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Bis zum Mal. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.